Herzlich willkommen zu Innovations to Go. Allen Unternehmensvertretern möchte ich gleich am Anfang sagen, nehmen Sie Zeit, nehmen Sie Geld, nehmen Sie Ideen, nehmen Sie Daten und gehen Sie zu Logistikforschungsstellen. Es gibt über 60 allein in Deutschland. Betreiben Sie Forschung, machen Sie das. Machen Sie nicht nur Produktforschung, machen Sie bitte Logistikforschung. Sie kriegen so viel zurück, Sie kriegen motivierte Mitarbeiter, Sie kriegen coole Ideen und Sie kriegen mit großer Wahrscheinlichkeit auch Lösungen für ihre Probleme. Allen Forschern möchte ich sagen, seien Sie zugewandt, seien Sie ansprechbar, haben Sie Spaß an dem, was Sie machen. Innovations to go, wir haben 5 herausragende Vorträge, die 8 Minuten lang sind. Warum sind sie 8 Minuten lang? Weil die Aufmerksamkeitsspanne, alle Studien sagen, die Aufmerksamkeitsspanne sinkt. 51% der Männer und 47% der Frauen, warum die 4% Unterschied sind, weiß ich nicht, können sich nicht mehr länger als 10 Minuten auf Vorträge, auf Videos oder auf Artikel konzentrieren. Deswegen haben wir hier 8 Minuten Vorträge. Die 5 Vorträge rahmen ein die Verleihung des Wissenschaftspreis. Wir haben gestern 3 hervorragende Wissenschaftler gehört, die ihre Dissertationen vorgestellt haben, die ihre Forschung vorgestellt haben. Ich kenne den Preisträger nicht. Heute wird er hier bekannt gegeben. Ich würde gerne beginnen mit Julia Arlinghaus als Erste, die hat hier vortragen darf. Ich sage mal so, ein bisschen rumgekommen. Bremen, Tokio, St. Gallen, wieder Bremen, Aachen und jetzt Lehrstudienhaberin und am Fraunhofer-Institut in Magdeburg. Ansonsten ganz vielen Gremien, ganz tolle Dinge. Das können Sie, glaube ich, alles selber im Internet hervorragend nachlesen. Julia, ein kurzer Wegweiser zur Net Zero Energy in Fabrik und Logistik. Wir freuen uns. Ja, vielen Dank für die nette Einführung. Ich möchte Ihnen heute einen kurzen Einblick in eine der wichtigsten Forschungsfragen unseres Instituts geben. Die Frage, wie kann die Industrie die Energiewende gelingen? Energie wird immer teurer, Energie ist nicht mehr selbstverständlich, Energie ist ein kritischer Wettbewerbsfaktor. Und wir sind überzeugt, Unternehmen müssen in Zukunft Energie genauso aktiv managen, wie wir das in der Vergangenheit mit Lieferketten gemacht haben, mit Personal gemacht haben, mit Maschinen und Anlagen gemacht haben. Und ich gehe sogar so weit zu sagen, dass Industrieunternehmen und auch so mancher Logistiker selber zum Energiedienstleister werden muss, wenn er in Zukunft wettbewerbsfähig sein will. Das Fraunhofer-Institut in Magdeburg hat in den letzten Jahren Dutzende von Unternehmen beraten auf ihrem Weg in die Nachhaltigkeit. Und wir haben gesehen, dass viele Unternehmen mit der Komplexität der Fragen rund um das Energiemanagement wirklich überfordert sind und da eine ganze Menge Halbwahrheiten und Illusionen existieren. Und meine Top 3 dieser Illusionen möchte ich Ihnen gerne heute vorstellen. Die erste Illusion, auf der viele Unternehmen aussetzen, betrifft die Energieeffizienz. Wir sind uns alle sicher, die Low-Hanging-Fruits sind geerntet. Wir haben alle auf LED-Beleuchtung umgestellt und die Annahme, dass 20% immer gehen, die ist schwierig. Denn es verhält sich mit der Energieeffizienz, wie wir das von Haushaltsgeräten kennen, der Sprung von Klasse G zu F oder F und E, der ist noch groß, aber der von B zu A oder A+, das ist nur noch klein. Das sieht so ein bisschen aus wie diese Kurve, die kennen Sie auch aus der Logistik. Die ersten Sprünge sind leicht und groß und irgendwann fällt es sehr, sehr schwer, überhaupt zu beurteilen, ob sich eine Energieeffizienzmaßnahme noch lohnt. Der Energieverbrauch eines Unternehmens, einer Produktion, einer Logistik hat immer ein sogenanntes physikalisches Optimum, also ein Grenzwerk, ein Minimum an Energieeintrag, das wir nicht unterschreiten können, ohne die Qualität des Produkts oder der Prozesse zu gefährden. Wenn Sie 1 Liter Wasser kochen wollen, Sie machen das auf der offenen Herdplatte, da haben Sie jede Menge Abwärme. Dann können Sie den Deckel drauf tun, Sie können Induktion benutzen, Sie können einen Wasserkocher nutzen und damit drastisch den Energieeintrag reduzieren, aber Sie können niemals unter den minimalen Energiebedarf die magische Schwelle des physikalischen Optimums kommen. Und dieses Denken, das hilft uns auch bei der Bewertung und Priorisierung von Effizienzsteigerungsmaßnahmen. Wenn wir wissen, wo wir auf dieser Kurve stehen und was die Referenz ist, dann können wir auch Kosten und Nutzen von Energieeinsparungsmaßnahmen sinnvoll abwägen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Wir haben hier in Berlin ein Kaffeeröstwerk beraten und begleitet. Dieses Röstwerk war schon sehr, sehr fortschrittlich. Hat man unglaublich viele Energieeffizienzmaßnahmen schon getan. Und man war sich sicher, wir sind auf der Kurve ganz, ganz weit rechts. Und wir konnten zeigen, durch eine umfassende Analyse des ganzen Werkes, dass noch 50% Energie gespart werden konnte.
weil man sich bisher natürlich völlig klar auf die energieintensiven Prozesse konzentriert hat, das Rösten selber, aber beispielsweise die Analyse der Walzprozesse hat unglaubliche Potenziale geboten und hat dem Unternehmen ganz neue Einsparpotenziale gebracht. Was ich besonders interessant an diesem Beispiel finde, ist, dass die Kennzahl des physikalischen Optimums seither bei der Tschibo GmbH als Energiekennzahl in das Energiemanagesystem integriert wurde und man immer weiß, wo wir auf dieser Kurve heute stehen. Die zweite Halbwahrheit, die zweite Illusion der Unternehmen aufsitzen, ist, wir kaufen doch schon grünen Strom oder in der Steigerung, wir sind doch schon grün. Ja, viele Unternehmen sind tatsächlich auf dem Papier grün und das Gefährliche an dieser Aussage ist, es ist ein K.O.-Kriterium für alles das, was noch kommen kann. Denn keine Maßnahme kann mit einem Fußabdruck von null konkurrieren, es sei denn, sie entnehmen CO2 aus der Atmosphäre. Und das ist sehr, sehr schwierig. Grüner Strom macht sie abhängig vom Energiemarkt. Es verlagert auch die Verantwortung nach außerhalb, räumlich außerhalb ihres Unternehmens. Und natürlich besteht immer die Gefahr des Greenwashings, denn auch grüner Strom basiert zum großen Teil auf Zertifikaten. Das heißt, externer Bezug von grüner Energie kann auch in Zukunft nur ein Baustein von vielen sein. Und es ist viel, viel wichtiger und es ist viel, viel schlauer, lokale, naheliegende Flächen für erneuerbare Energien zu nutzen. Und damit meine ich tatsächlich, dass jeder von uns, jede von uns vor die Tür gehen muss und schauen muss, ist da Fläche? Photovoltaik braucht Fläche, Sonne braucht Fläche, Wind braucht Fläche, Geothermie braucht Platz. Wir brauchen zusätzlich aber Integrationsmaßnahmen. Es gibt jede Menge Forschung, um zeitliche und örtliche Diskrepanz zu überwinden, in Speichertechnologien, Wandlung in andere Energiemedien, um dieses Ungleichgewicht aus Erzeugung und Verbrauch zu überwinden. Vor allen Dingen aber brauchen wir Flexibilitätsmaßnahmen, sowohl verbrauchs- als auch erzeugungsseitig. Erzeugungsseitig ist das einfach. Wir erzeugen mehr als wir brauchen. Wir schaffen ein Überangebot. Wir nutzen Speichertechnologien oder wir nutzen zeitweilige Überschüsse an Energie und Rohstoffen, an Reststoffen, können sie lokal wieder integrieren, anderen zur Verfügung stellen. Beispielsweise durch die Abwärmenutzung in Gewächshäusern kennt man das. Oder wir können sie eben auch einspeisen und selber zu Teilnehmern am Markt werden. Wirklich interessant ist aber die Flexibilisierung des Verbrauchs und hier hat Deutschland noch unglaublich große Potenziale. Was bedeutet das? Es bedeutet kurz gesagt, wir produzieren dann, wenn Energie da ist. Und solche Geschäftsmodelle gibt es schon lange. Die Alu- und Kupferwerke in Deutschland stellen den Energienetzbetreibern Flexibilität zur Verfügung. Die abschaltbare Lastenverordnung regelt das. Und die Netzbetreiber haben selbstverständlich viele verschiedene Hebel, um unser Energienetz stabil zu halten. Und dies ist eben eine davon. Das ist auch ein Geschäftsmodell, denn selbstverständlich werden die Unternehmen dafür entlohnt. Und es ist natürlich auch nicht für jedermann übertragbar. Nicht jedes Unternehmen können wir einfach mal für 30 oder 60 Minuten vom Netz nehmen. Aber es gibt viele Möglichkeiten in den Unternehmen, Lasten zu flexibilisieren. An der Stelle möchte ich Sie auf eine Studie hinweisen, die wir publiziert haben, die Sie hier mit dem Barcode herunterladen können, kostenlos, die zeigt, welche Flexibilitätsoptionen wir hier auch in Deutschland haben. Ich möchte Ihnen ein Beispiel von einer Gießerei geben, das schon die selbstverständlich umfangreiche Energiesparmaßnahmen schon durchgeführt hat, auch in einem überschaubaren Umfang selber erneuerbare Energien erzeugt. Aber der Clou hier war es eigentlich, eine KI-gestützte Planung und Steuerung der Produktion zu entwickeln, die Aufträge dann in die Produktion einlastet, wenn große Mengen an eigens erzeugter Energie vorhanden sind. Dies als Beispiel für die Koordination unserer Energieflüsse. Das System, was wir heute fahren, wir ziehen nachts Energie, wir stellen die Spülmaschine an, wir laden die Elektroflotten und wir erzeugen erneuerbare Energien tagsüber, das ist eine große Herausforderung und wir haben aber noch viele Optionen. Auch im System haben wir viele technische Komponenten, die wir nutzen können, beispielsweise Ladesäulen und die wir heute noch nicht intelligent genug betreiben. Hier ist sehr viel Potenzial, das braucht noch sehr viel Forschung. Da sind viele Forschungsinstitute und Universitäten dran. Es braucht aber auch natürlich die entsprechenden politischen Rahmenbedingungen. Die dritte Illusion, die wir regelmäßig sehen, ist die Annahme, wir kennen unseren CO2-Fußabdruck. Sie wissen, viele
Hersteller, viele Automobilhersteller haben ihre Zulieferer schon längst verpflichtet, alle Produkte, die sie liefern, auch mit einer grünen Bilanz zu bestätigen. Und es ist auch nicht nur die Frage, ob sie überhaupt einen CO2-Fußabdruck ausrechnen können oder welches Accounting-System sie haben. Wichtig ist zu wissen, warum sie genau dieses Accounting-System nutzen. Machen Sie das, weil es auf dem Papier gut aussieht? Machen Sie das, um die Bringschuld der Politik oder der Kunden zu erfüllen? Unsere Erfahrung ist, hier wird mit vielerlei Linealen gemessen. Und das ist auf der einen Seite richtig, denn die Unternehmen sind hoch individuell. Auf der anderen Seite ist das auch gefährlich, denn es fehlen spartenübergreifende Benchmarks. Stellen Sie sich vor, ich gebe Ihnen jetzt 100.000 Euro, damit Sie den CO2-Fußabdruck Ihres Unternehmens so gut wie möglich nach unten bringen. Was tun Sie? Bauen Sie zuerst Photovoltaik auf oder elektrifizieren Sie die Flotte oder machen Sie etwas ganz anderes? Das ist keine triviale Frage und häufig brauchen Sie tatsächlich Experten, um unter den vielen spezifischen Randbedingungen diese Frage überhaupt zu beantworten. Ich lebe zwischen Halle und Magdeburg an der A14 in der Nähe des größten europäischen Rechenzentrums. Und vor 5 Jahren kam die T-Systems zu uns ins Institut und hat gesagt, oh nein, unsere Kunden wollen grüne Datendienstleistungen. Und außerdem wollen wir auch noch unabhängig werden, wir wollen 50% energieautark werden. Man stellte sich vor, 20.000 Tonnen CO2 pro Jahr einzusparen. Wir haben im Institut eine Energiebibel entwickelt, die wir kontinuierlich weiterentwickeln. Da sind über 200 Maßnahmen und Technologien zur CO2-Minderung enthalten. Und gemeinsam mit den Unternehmen versuchen wir, Technologiebündel zu schnüren, die exakt auf die Bedürfnisse der Unternehmen hinsichtlich verschiedener Kennzahlen passen. Das reicht von Photovoltaik, Windkraft, Speichertechnologien, Kühltechnologien, Abwärmenutzung. Und wir nutzen anschließend Simulationen, um dann entsprechende Ausbaupfade zu entwickeln, entsprechend der unternehmensindividuellen, ökologischen, technischen und wirtschaftlichen Kenngrößen. In diesem Fall haben wir beispielsweise eine sogenannte Immersionskühlung eingeführt. Also wir haben die Rechentechnik genommen und anstatt mit Luft zu kühlen, in Flüssigkeiten abgetaucht. Das führt dazu, dass die Abwärme besser weggeleitet werden kann und man im Anschluss dann weniger Rückkühler braucht. Der eigentliche Clou war aber, dass man eine lokale Partnerschaft mit Landwirten eingegangen ist, mit einem Windkraftparkbetreiber. Und jetzt steht hinter unserem Haus ein riesengroßer Windpark. Und diese Energie wird heute genutzt, um die Abwärme des Rechenzentrums weiter aufzuheizen. Und die aufgeheizte Abwärme wird dann ins Fernwärmenetz eingespeist. Und selbstverständlich wird T-Systems dafür entlohnt. Es gibt ein eigenes Geschäftsmodell. Man ist 50% autark und man hat das Ziel von 20.000 Tonnen CO2 pro Jahr Einsparung erreicht. Ich gebe Ihnen das Beispiel, weil das so hoch individuell ist. Und ich möchte Ihnen sagen, es gibt keine Standardlösung, sondern es ist immer hoch individuell und es ist immer sehr regional. Und ich meine das ernst, wenn ich sage, wir müssen gemeinsam nach draußen gehen und nicht nur schauen, wo kann ich Photovoltaik hinbringen. Ich muss auch meine Partner finden. Ich bin schon über 8 Minuten, falls Sie das nicht gemerkt haben. Also, aber ich bin jetzt auch zu Ende. Ich fasse zusammen. Kurzer Wegweiser. Wir müssen unsere eigene Energieeffizienz kennen. Wir müssen sicherstellen, dass wir den ökologischen Fußabdruck wirklich messen können. Wir dürfen nicht nur Energieeffizienz denken, sondern wir müssen Flexibilität und Autarkie mitdenken. Wir müssen selbst, jeder von uns, erneuerbare Energien ausbauen. Und wir müssen Partner finden, um lokale Kreisläufe zu schließen. Vielen Dank. Es gibt unterschiedliche Dinge, die Sie mitnehmen können. Also Sie können aus den Vorträgen die ganzen Ideen, die ganzen tollen Sachen mitnehmen. Sie können eine Studie downloaden und Sie sehen ein Buch. Auch dieses Buch können Sie mitnehmen, das ist ein Buch von Herrn Novrot. Er wird am Ende daraus Auszüge vorlesen. Nein, vorstellen, selbstverständlich. Entschuldigung, wir haben noch eine Lesung am Ende. Obwohl Julia mit großer Begeisterung 30 Sekunden überzogen hat, würde ich trotzdem, gibt es 1, 2 brennende Fragen, die jetzt geklärt werden müssen? Also ich hätte 4, 5, aber die würde ich jetzt zurückstellen an der Stelle. Gibt es etwas, was Sie sofort wissen möchten? Dann würde ich die eine stellen, rennen dir die Unternehmen jetzt gerade die Bude ein mit solchen Sachen? Also ist die Nachfrage gigantisch? Ja. Und ja, können wir uns auf dich verlassen, dass wir genug Gas haben?
ich helfe mit, dass wir in Zukunft nicht mehr so viel brauchen. Ja? Perfekt. Ja. Perfekt. Vielen herzlichen Dank. Machen wir weiter mit Bernd Hellingrath. Der im Dreieck Dortmund-Paderborn-Münster unterwegs war. In der Mitte liegt Beckum für alle Logistiker. Also sein, und ich bin ganz froh, dass er auch in Rio war, dass er auch ein bisschen was von der Welt gesehen hat und nicht nur dort unterwegs war. Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik und Logistik an der Uni Münster, Kollaboration in der Supply Chain, ein Evergreen in der Logistikforschung. Bernd, bitte. Ja, vielen Dank. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Danke für die kurze Vorstellung. Also ich bin auch schon mal aus dem Münsterland-Dreieck rausgekommen. Also deswegen ab und zu mache ich eine Flucht nach Rio, weil ich da halt ein paar Projekte halt auch mache. Ich möchte Ihnen heute etwas zum Thema Supply Chain Collaboration erzählen. Und da werden Sie sich sicherlich fragen, das Thema ist doch schon alt. Also Andreas hat mich schon gerade gefragt, was macht ihr denn da schon wieder? Das ist doch ein altes Thema, das ist doch schon seit langem abgefrühstückt. Wir sehen es nicht ganz so. Also es gab vor 20 Jahren, ich weiß nicht, wer sich daran erinnert, ich müsste die etwas Älteren anschauen. Vor 20 Jahren hat der BVL eine Studie zu dem Thema mal rausgebracht, über Supply Chain Collaboration. Wir haben in den 20 Jahren danach festgestellt, das Thema ist jetzt noch nicht ganz durchdrungen und gelöst. Man sieht es ja auch auf dem Kongress. Es gibt eine ganze Reihe von Sessions, die sich entweder explizit oder implizit mit dem Thema Collaboration beschäftigen. Also soweit ist es noch nicht geklärt und aus dem Grund heraus sind wir gerade dabei, ist also Work in Progress, eine Studie zu erstellen, in der wir das Thema nochmal genauer untersuchen. Und diese Studie wird gemacht zum einen vom BVL, sehen Sie so ein bisschen auch in dem Design, es wird gemacht von Teilnehmern, Mitgliedern des wissenschaftlichen Beirats der BVL und McKinsey, die aus ihrem Erfahrungshintergrund in den Beratungsprojekten eben auch einiges dazu beitragen können. Gut, was sind die Punkte? Wie schon gesagt, das Thema wird immer noch intensiv diskutiert. Die endgültige Lösung ist da noch nicht da. Es wird heutzutage auch sehr viel aus dem Kontext heraus diskutiert, dass man eine Datenintegration schaffen muss. Und das ist natürlich sicherlich ein wesentlicher Aspekt, um so eine Kollaboration nachher realistisch umsetzen zu können. Das alleine scheint es aber nicht zu lösen. Und wir haben, wir meint jetzt die Partner, die an dieser Studie gerade arbeiten, in den Beratungsprojekten oder Forschungsprojekten festgestellt, dass gerade in diesem Kontext dieser Multikrisensituation, in der wir uns gerade befinden, und ich erspare Ihnen jetzt nochmal die ganzen Krisen aufzulisten, mit denen wir uns jetzt gerade beschäftigen müssen, dass gerade in dem Kontext sehr viele Unternehmen in ihrer Supply Chain schauen, wie kann ich durch Zusammenarbeiten, engere Zusammenarbeit mit meinen Zulieferern oder Kunden, eventuell etwas da verbessern in diesem Rahmen, um dann halt in diesem Rahmen auch besser, agiler und resilienter zu werden, um diese auch sehr häufig bemühten Schlagworte auch noch einmal zu benutzen. Was wir aber auch festgestellt haben in unseren Untersuchungen oder auch in unseren Arbeiten ist, dass es kein bisher Rezept dafür gibt, wie ich eine Kollaboration machen soll. Wenn wir finden, also in den Supply Chains, die wir untersuchen oder untersucht haben, Unternehmen, in denen es ganz gut klappt, wir finden aber auch welche, in denen es nicht so gut klappt. Und genau das ist ein Aspekt, den wir jetzt halt in dieser Studie mit untersuchen wollen, nämlich, was sind so die Hürden, was sind aber auch Erfolgsfaktoren, um so eine Kollaboration erfolgreich umsetzen zu können. Wie schon gerade erwähnt, die Diskussion geht viel in den Bereich heutzutage mit den Datenplattformen. Und wie schon gesagt, ja, das ist zentral, es ist wesentlich, so einen Datenaustausch hinzubekommen. Aber, was wir eben auch feststellen, eine Schaffung einer Datenintegration, so gut oder weniger gut sie technologisch gelingt, reicht nicht aus. Ich brauche einen anderen Punkt, der vorher gesetzt wird, um diese Kollaboration überhaupt zu ermöglichen und zu realisieren. Und wir haben im Rahmen dieser Studie, wie gesagt, die besteht aus zwei Komponenten. Wir haben einmal so eine Online-Umfrage. Wir haben zum anderen noch eine Reihe von Interviews, die wir durchgeführt haben und auch noch durchführen werden. Festgestellt, dass von allen 30 Partnern, die wir bisher interviewt haben, es so ist, dass alle sagen, Kollaboration hat uns was gebracht. Wir sind über die Aktivitäten resilienter gegenüber diese verschiedenen Krisensituationen geworden oder haben auch wirklich einen Benefit im Bereich Kosten oder Performance erzielt. Und, spannenderweise auch nochmal, alle haben auch gesagt, wir würden gerne mehr davon machen. Wir möchten noch mehr kollaborieren. Aber, was unklar ist,
wie soll das jetzt geschehen? Wie gehe ich daran heran? Und was wir auch in den bisherigen Untersuchungen herausgefunden haben, ist so, dass der zentrale Startpunkt, zumindest nach der bisherigen Auswertung, ist, dass es Vertrauen zwischen den Partnern geben muss. Das hört sich jetzt sehr trivial an. Klar, ich muss anderen vertrauen, sonst gebe ich meine Daten halt nicht rüber. Aber diesen zu schaffen, ist gar nicht so einfach. Das ist wirklich eine Herausforderung. Weil wir haben auch in den Studien festgestellt, in den Untersuchungen festgestellt, bisher beruht dieses Vertrauen auf persönlichen Beziehungen. Ich kenne jemanden, den Einkäufer bei meinem Zulieferer oder den Logistiker, mit dem verstehe ich mich gut, wir haben vielleicht früher zusammengearbeitet, in einer Firma zusammen, jetzt bauen wir darauf mal was auf. Sobald die aber wieder weg sind, geht das sukzessive wieder halt runter. Das heißt, was man benötigt, ist eine Transformation, ein Shift von diesem Vertrauen, von den Personen hin zur Organisation. Dass eben die Organisationen sich vertrauen, dass eben auch stabil dieses Vertrauen dann weiterentwickelt und durchgeführt wird. Was wir für dieses Vertrauen halt eben gefunden haben, sind so erstmal zwei wesentliche Punkte, wie gesagt, immer nach den bisherigen Arbeiten, die wir gemacht haben. Nämlich zum einen, Voraussetzung ist es, dass wir intern schon mal gut sind mit unseren Prozessen, dass wir intern eine Transparenzkultur haben. Das heißt, so etwas wie Prozesse in Richtung von Sales and Operation Planning oder eine gute Integration in Richtung des gemeinsamen Forecasting. Das heißt, nur dann, wenn ich in den Prozessen schon gut bin, kann ich dann auch damit rübergehen und das mit Unternehmen in der Supply Chain entsprechend aufbauen. Ein Aspekt. Zweiter Punkt, das gemeinsame Zielsystem, die Festlegung von gemeinsamen Zielen mit meinen Partnern. Diese explizit und klar zu vereinbaren. Wenn ich das nicht mache, besteht immer im Hintergrund der Gedanke, oh, da ist eine Hidden Agenda. Das könnte sein, dass da andere Ziele hinterstecken und ich eben nicht in der Lage bin, mit meinen Partnern gut in die gleiche Richtung am gleichen Strang zu ziehen. Ermöglicht zudem auch nochmal den Aspekt, dass ich meine Zielerreichung auch gemeinsam messen kann und vergleichen kann. Auch das ist ein entsprechender Faktor. Wenn diese beiden Bausteine nicht gegeben sind, wird es halt schwierig mit dem Vertrauen. Also dann wird es sehr schwierig sein, eine stabile Basis für eine lange Zusammenarbeit halt aufzubauen. Andere Faktoren sind noch, da sind wir noch dabei, die weiter zu untersuchen. Wie gesagt, wir sind noch mittendrin. Natürlich ist es so, dass man jetzt nicht die Aussage treffen kann, wir müssen mit jedem und allem Zulieferern oder Kunden in einem breiten Maße zusammenarbeiten. Weil Zusammenarbeit in diesem Sinne, wie wir es betrachten, kostet natürlich etwas. Es kostet Geld im Sinne von Investitionen, von Software oder Tools und was es sonst dort gibt. Und natürlich auch Zeit von Mitarbeitern oder leitenden Personen, die in diesem Rahmen halt aktiv sein müssen, um die Zusammenarbeit halt herbeizuführen. Und das lohnt sich nicht immer, der Aufwand. Bedeutet, es geht schon darum, dass man sagt, okay, was sind meine Kernpartner, meine strategischen Partner, mit denen ich so eine Zusammenarbeit aufbauen kann, um dann auch daraus abschätzen zu können, wie weit der Nutzen den Aufwand halt auch übertrifft. Nutzen im Sinne von bessere Performance, bessere Stabilität, niedrige Kosten, die damit erreicht werden sollen. Wir haben in unseren Untersuchungen dazu zwei Beispiele, um das mal zu nennen. Wir haben zum einen einen Fall gehabt in der pharmazeutischen Industrie, die natürlich durch ihr Regulationswerk schon einen Druck darauf legt, dass man mit Partnern langfristig zusammenarbeitet. Ich wechsle mal nicht schnell meine Zulieferer, einfach weil es ein gewisses legales Rahmenwerk gibt, was ich erfüllen muss. Das heißt, dort hat man eine sehr gute Basis, um solche langfristigen Zusammenarbeiten auch wirklich sukzessive aufzubauen. Und genau das sehen wir in den Fällen auch, dass das dort geschieht. Im Unterschied dazu betrachten wir die Konsumgüterindustrie, wo man häufig Zulieferer wechselt. Ich muss kostendruckseitig halt andere Partner reinfinden, um mein Kostenlevel zu halten. Das ist natürlich keine optimale Voraussetzung, um dann halt dort langfristige Zusammenarbeiten halt herbeizuführen. Bedeutet, es ist eine zentrale Aufgabe dort an diesen Stellen, die richtigen Partner zu identifizieren, mit denen ich langfristig zusammenarbeiten kann. Auch das ist ein Aspekt, der in unsere Untersuchung halt mit reinfließt. Zum Abschluss, wie schon gesagt, diese Studie läuft noch und Sie können uns auch noch dabei helfen. Wenn Sie diesen Code abscannen oder hier habe ich noch ein paar Kärtchen liegen, können Sie sich gleich mitnehmen, finden Sie auch an dem Counter bei BVL oder bei der Registrierung, können Sie gerne an dieser Studie teilnehmen. Das heißt, Sie können dort die Umfrage halt ausfüllen, die dann auswerten. Wenn Sie uns dann noch mehr helfen wollen oder noch mehr Interesse haben, können Sie sich auch gerne dazu anmelden für ein Interview.
Wir reden dann gerne mit Ihnen nochmal detailliert über Ihre Erfahrung und Ihre Punkte, die Sie dahinter sehen. Natürlich ist es so, dass wir dann die Ergebnisse an alle, die an dem Survey teilgenommen haben oder natürlich bei den Interviewpartnern verteilen werden. Das heißt, die Studienergebnisse hoffen wir, dass wir die im ersten Quartal dann fertig haben. Also wir werden jetzt noch eine Zeit lang weiter den Survey machen und die Interviews, dass die dann halt nochmal dediziert die Ergebnisse bekommen. Aber natürlich auch wird im Rahmen der BVL und mit den Kollegen von McKinsey auch eine entsprechende Veröffentlichung stattfinden. Also helfen Sie uns gerne dabei. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Und habe ich jetzt noch Zeit für Fragen oder bin ich wieder drüber? Bernd, vielen Dank. Ich habe eine Frage. Solche Krisenzeiten, die wir gerade erleben, befördert das die Einstellung der Unternehmen zu mehr Kollaboration? Merkt ihr das in den Interviews? Merkt ihr das in der Nachfrage danach? Ja, also das ist genau, das war mit einer der Trigger, im Rahmen der Projekte zu sehen, dass eben Unternehmen auf diese Krisensituation unter anderem mit verstärkter Kollaboration reagieren. Mhm. Und damit dann eben auch, du hast ja die Zahlen gesehen mit den 100%, alle sagten, hat uns was gebracht. Und das ist, glaube ich, ein höherer Druck und auch Interesse darin, da nochmal weiter reinzugehen und auch daran zu arbeiten. Gibt es dringende Fragen aus dem Publikum? Sie warten alle auf den Wissenschaftspreis, ich auch. Bernd, vielen Dank. Gerne. Danke. Gestern gab es, wie gesagt, die drei Vorträge der Finalisten des Wissenschaftspreises. Wenn ich das zusammenfasse, wenn man die zusammennimmt, dann würde ich sagen, kann eine fröhliche, sozial interagierende Emily Shared Mobility Services emissionsoptimal mit Öko-Label preisdynamisch durchführen. Dann hätten wir alle drei zusammengepackt. Ich fand es grandiose Vorträge gestern, grandiose Forschung. Ich weiß nicht, wer gewonnen hat und bitte Herrn Kersten und Herrn Alicke auf die Bühne den Preisträger auszurufen und zu laudatieren. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Herr Mager. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Das ist immer ein tolles Event hier, den Wissenschaftspreis zu verleihen. Das ist einer der Höhepunkte hier auf dem Kongress. Und Herr Mager hat es ja gestern schon gesagt, wer gestern in dem Finale teilnehmen konnte, der hat gesehen, Wissenschaft ist nichts Langweiliges, nicht wir arbeiten uns mühsam durch Formeln und am Ende sind alle, die im Raum sitzen, eingeschlafen, sondern Wissenschaft ist etwas sehr Lebendiges, etwas ganz Großartiges und da muss ich sagen, das kann ich schon mal vorne wegschicken, allen drei Finalistinnen und Finalisten ein ganz großes Kompliment, Wissenschaft so aufzubreiten und so zu transportieren, wie das gestern gemacht wurde. Das ist wirklich herausragend. Ja, meine Damen und Herren, das Kongressmotto lautet Supply Chains Matter, steht auch da drüben an der Wand. Lassen Sie mich das mal frei ergänzen und umformulieren in Sciences matter for supply chains. Ja, also die Wissenschaften sind durchaus wichtig. Die Herausforderungen sind groß in der Logistik. Und das wissen wir alle, der ganze Kongress ist voll von den Diskussionen darüber. Und Wissenschaft kann natürlich da einen Beitrag leisten. Zwei kleine Hinweise haben wir jetzt heute Morgen schon von Frau Arlinghaus und von Herrn Hellingrath gehört, wie Wissenschaft hier an bestimmten Stellen ansetzen kann. Ja, wir sind immer beim Wissenschaftspreis auf der Suche nach herausragenden Leistungen, die einerseits natürlich dem wissenschaftlichen Anspruch gerecht werden und sich dadurch eine besondere Anspruchshöhe auszeichnen, aber auch die einen klaren Bezug zur Logistik haben, die einen hohen Innovationsgehalt haben und auch einen realen Praxisbezug haben. Und Sie haben es eben in meiner Vorrede schon gehört, wir hatten drei großartige Arbeiten, alle drei auch jeweils an den Universitäten mit der Bestnote Summa Cum Laude ausgezeichnet, also wirklich ein
tolles Finale. Ich glaube, aus technischen Gründen haben wir diesmal keine Folie mit den Teilnehmenden. Deswegen darf ich Ihnen ganz kurz namentlich die Finalisten erstmal nennen. Das war einmal Herr Dr. Arne Heinold aus Kiel, ich kürze jetzt mal das immer ab mit der akademischen Heimat, Frau Dr. Ing-Jana Joost aus Dortmund und Herr Dr. Matthias Soppert aus München. Ja, und die haben eben in einem tollen Finale ihre Arbeiten vorgestellt und uns damit als Jury das Leben schwer gemacht. Ich glaube, wir haben die längste Jury-Sitzung gestern gehabt, die wir jemals in meiner Amtszeit zumindest als Juryvorsitzender hatten. Ja, also wir mussten einen Preisträger auswählen. Die Jury ist groß, sind auch wieder neue Mitglieder dazugekommen. Vielleicht erwähne ich einfach mal die neuen Mitglieder, Frau Dr. Darko und Herr Dr. Schuld. Beide kommen aus der Industrie und haben sich trotzdem die Zeit genommen, die Dissertation ganz gründlich durchzuarbeiten, wie alle anderen Mitgliedern auch. Also ich finde, das ist auch ein Dankeschön und einen Applaus wert. Vielen Dank natürlich für alle Mitglieder der Jury. Auch Frau Großkopf-Nehls hat uns wieder großartig unterstützt. Auch Ihnen nochmal ein ganz herzliches Dankeschön. Und ich fasse das zusammen mit dem Dankeschön, damit es nicht zu lange dauert. Bei mir stehen schon 4 Minuten auf meiner Uhr. Herr Dr. Ahlecke, der den Sponsor vertritt, McKinsey & Company. Sie machen das jetzt schon zum zweiten Mal hintereinander. Das ist großartig, dass Sie Wissenschaftlern damit auch zeigen, dass Ihre Arbeit ernst genommen wird. Das ist ein großartiges Signal und darüber freuen wir uns sehr. Ganz herzlichen Dank. So, wir haben einleitend schon gesehen, Wissenschaft soll und kann mit ihrer Innovations- und Anwendungsorientierung die zeigen, dass sie mit den Methoden auch die Herausforderungen unserer Zeit deutlich voranbringen kann und der Logistik damit helfen kann. Und nach intensiver Diskussion war die Jury dann am Ende der Meinung, dass die Dissertation von Herrn Dr. Arne Heinold, die sich mit dem emissionsbezogenen Management von Landverkehren beschäftigt, dass die dies in ganz besonderer Weise auszeichnet. Ich sage nochmal, in Gesellschaft von 2 weiteren ganz herausragenden Dissertationen. Also erstmal einen herzlichen Glückwunsch an den Herrn Dr. Heinold an dieser Stelle. Aber damit die beiden anderen Arbeiten auch so gewürdigt werden, wie es ist, möchte ich jetzt mal Frau Dr. Jana Joost und den Herrn Dr. Matthias Sopper kurz auf die Bühne bitten, damit wir die Urkunden verleihen können. Denn wir haben hier auch Urkunden dabei für die beiden Finalisten. Jetzt habe ich offensichtlich die Urkundenorganisation überrascht, aber Sie helfen mit einem Applaus und ich sage hier schon mal herzlichen Glückwunsch, Herr Soppert, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch zum Erreichen des Finales. Und ja, ich darf die Themen vielleicht jetzt auch noch mal erwähnen. Es ging im Fall von Frau Dr. Joost um, jetzt bin ich weit weg hier von meinem Thema, dass das maschinelle Sozialisation, so war es genau, von Robotern. Sie ist Abteilungsleiterin am Fraunhofer-Institut, hat den sympathischen Roboter Emily entwickelt, der in anderer Art und Weise mit uns kommuniziert.
Und also herzlichen Glückwunsch an Sie zum Erreichen des Finales und jetzt auch nochmal zu Herrn Dr. Soppert, der ein Pricing-Modell entwickelt hat, mit dem man im Shared Mobility, also Share Now beispielsweise, das optimieren kann, die Auslastung, die Nutzung. Auch da geht es um Reduzierung von Emissionen. Er hat tolle neue Algorithmen dazu entwickelt. Beides ganz hochkarätige Arbeiten. Also Ihnen auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Sie waren beide ganz verdient im Kreis der drei Besten. Herzlichen Glückwunsch. Es gab hier einen kleinen technischen Hinweis gerade noch und ja. Okay. Das Gute daran ist, meine 8 Minuten laufen gerade nicht weiter, weil Ihre Aufmerksamkeitsspanne ist nicht auf die Rede gerichtet, sondern auf die beiden. Achso, ja. Vielen Dank. Okay, also herzlichen Glückwunsch da nochmal und jetzt aber zu Herrn Dr. Arne Heinold, ganz schnell zur Person. Er hat Volkswirtschaftslehre an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel studiert. Er hat einen Bachelor in Global Logistics an der Kühne Logistics University gemacht. Danach in der Logistik gearbeitet und danach an die Christian-Albrechts-Universität zum Team Supply Chain Management von dem Kollegen Frank Meisel wieder in die Forschung zurückgewechselt, also alle Voraussetzungen für eine hochkarätige Arbeit mitgebracht. Worum geht es in seiner Arbeit zum Thema emissionsorientiertes Management landgebundener Güterverkehre? Wir haben alle auf dem Kongress vielfach gehört, dass die Klimaseite, die Emissionsseite natürlich ein wichtiges Thema ist und gerade die Landverkehre tragen natürlich erheblich bei zu diesen Emissionen. Und Herr Heinold widmet sich in seiner Arbeit inhaltlich der Frage, wie Treibhausgasemissionen aus Schienen- und Straßengüterverkehren präzise abgeschätzt und durch geeignete Transportmanagemententscheidungen reduziert werden können. Ein Hauptaspekt der Arbeit liegt dabei auf der Erarbeitung eines aussagekräftigen Ökolabels für Güterverkehre. Und das ist alles andere als trivial, ja, weil Sie nicht einfach, Sie haben ja sehr vielfältige Möglichkeiten. Es geht um die Fahrzeuge, es geht um die Beladungsquote der Fahrzeuge, es geht um die Streckenfindung und so weiter. Also das ist alles andere als trivial. Aber so kann man dann eben Umweltklassen quasi den Güterverkehren zuordnen. Und das hat zwei Seiten. Nämlich einerseits können die Unternehmen, die transportieren, damit die ökologische Leistungsfähigkeit ihres Unternehmens darstellen. Und andererseits können diejenigen, die versenden wollen und selber ja auch alle Klimaziele, Emissionsziele haben, können auswählen, quasi nach dem Label dann den Anbieter, der hier am besten dann die Kriterien erfüllt. Ich möchte noch herausheben, ich muss mich wirklich jetzt hier leider abkürzen, alle Modellansätze und Simulationsstudien, die hier gemacht wurden, es wurden Algorithmen entwickelt und die wurden übrigens auch herausragend publiziert in 7 der besten Logistik-Fachzeitschriften weltweit. Also alle Modellansätze, Simulationsstudien basieren auf Realdaten der Verkehrsnetze, damit also hier auch wirklich die praktische Übertragbarkeit gegeben ist. Und sie werden auch abgewogen hinsichtlich der Umweltwirkung, aber auch hinsichtlich der Kosten- und Zeitziele. Also das ist alles mit in dieser Arbeit und das ist wissenschaftlich sehr fundiert und sehr einwandfrei dargestellt. Und ich möchte einen wichtigen Punkt noch hier sagen. Wir haben ja bei jeder Arbeit hinterher eine Diskussion gehabt und auf die Frage, was man denn jetzt machen muss, um dieses
quasi lebendig werden zu lassen, dieses Label. Hat Herr Dr. Heinold geantwortet, ja, wir brauchen eigentlich jetzt innovative Unternehmen, die vorangehen, und wir müssen Standards entwickeln. Und das wollte ich ganz bewusst mal in diesen Raum hier hineingeben, weil erstens sind hier innovative Unternehmen. Denken Sie mal drüber nach, ob Sie da nicht auch mitarbeiten wollen an diesem Thema. Und ich hoffe, Herr Mager fällt jetzt nicht vom Stuhl. Die BVL, wenn man sagt, Standards entwickeln hier daraus, um das quasi in die Breite zu tragen, wäre da durchaus meines Erachtens eine gute Plattform dafür. Also das wollte ich noch zusätzlich hier erwähnen. Und ich glaube, er hat alle Kriterien mit seiner Arbeit erfüllt, die wir im Wissenschaftspreis haben. Und deswegen gratulieren wir sowohl von der Jury als auch vom Wissenschaftlichen Beirat und der BVL ganz herzlich sowohl Herrn Dr. Heinold als auch seinem Betreuer Professor Frank Meisel. Und die beiden bitte ich jetzt auf die Bühne und gleichzeitig aber auch den Sponsor, Herrn Dr. Knut Ahlicke von McKinsey, dass wir jetzt hier den Preis übergeben können. Herzlichen Glückwunsch. Der Herr Schiebur wollte auch noch dazukommen. Ah, da ist er. Ja, ich habe Sie nicht entdeckt. Die ganze, ich bitte um Entschuldigung. Er ist nämlich der Schirmherr, wie man das nennt, im BVL-Vorstand. Und ja, jetzt weiß ich nicht, wie wir es von der Reihenfolge machen. Erstmal vielleicht der Vertreter des Sponsors, Herr Dr. Ahlicke. Ja, so vielen Dank. Vielen Dank für die Laudatio. Ich glaube, ich muss jetzt wahrscheinlich so in minus zwei Minuten noch kurz was sagen. Ich versuche das mal. Also vielen Dank. Vielen Dank an die Jury. Ist für uns eine große Ehre, den Dissertationspreis in Logistik zu sponsoren. Wir sehen immer, dass es einfach unglaublich viele schlaue Ideen gibt, die auch wirklich an der Praxis dann angewendet werden. Und wir brauchen mehr Ideen und mehr Dissertationen, die umgesetzt werden. Von daher auch nochmal ganz herzlichen Dank an die anderen beiden Preisträger. Vielen Dank. Auch im Namen des BVL-Vorstandes möchte ich ganz, ganz herzlich gratulieren. Gestern hatte ich Gelegenheit, mir alle Vorträge anzuhören, und ich kann sagen, es hat mich tief beeindruckt. Einmal, was die inhaltliche Qualität anbetrifft, aber auch die Nähe. Und ich habe große Hoffnung, dass es uns gelingt, es von der Wissenschaft auch tatsächlich in die Praxis zu bekommen. Und wenn wir uns dann mal vorstellen, dass ein Öko-Label nicht nur auf weißer Ware draufsteht oder bei einer Bewertung einer Immobilie, wenn es um Energieeffizienz geht, sondern dass das auch Einzug hält dann in die Transportwirtschaft zum Beispiel. Ganz, ganz große Klasse. Also auch von unserer Seite ganz herzlichen Dank und auch Dank an den Sponsor McKinsey, dass das hier möglich gemacht worden ist. Dankeschön. Ja, das finde ich gut, ja. Also so, und jetzt noch mal ein bisschen Applaus, damit er auch strahlt, wenn er die Urkunde bekommt. Und der Preis. Und das betreuende Institut bekommt auch eine Urkunde. Alles klar. Dankeschön. So, ganz herzlichen Dank nochmal an alle Beteiligten. Und lassen Sie uns daran arbeiten, dass das in der Breite umgesetzt wird. Vielen Dank. Danke. Ja, absolut herausragend. Und es fällt mir unglaublich schwer, mir vorzustellen, dass die Jury-Sitzung gestern so lange war, wenn ich die Jury-Teilnehmer mir so durchgehe im Kopf. Herr Stamer hat jetzt die hervorragende Aufgabe, das ist wie so nach dem Mittagessen, danach so einem Highlight, jetzt alle mitzureißen. Wir gehen ins Badische, ans KIT, zu BBK, Gruppenleiter Qualitätssicherung am Institut für Produktionstechnik
Ihr Vortrag über transparente Wertschöpfungsketten. Herr Stermer, bitte. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich tue mein Bestes, um der Aufgabe jetzt gewachsen zu sein. Ich möchte Folgendes Ihnen heute präsentieren, und zwar erstens, warum ist Informationsaustausch extrem wichtig, um eine transparente Wertschöpfungskette hinzubekommen, und wie können Sie einen gezielten Informationsaustausch in Ihrem Wertschöpfungsnetzwerk bestimmen? Zur ersten Frage, warum ist Informationsaustausch so wichtig? Es gibt verschiedene Umfragen und Studien, unter anderem von der BVL, und die besagen eben, dass Störungen erstmal natürlich ein großes Problem sind in Zulieferernetzwerken, in Wertschöpfungsnetzwerken. Was wir aber des Weiteren sehen können, ist, dass ein Großteil dieser Störungen mit großem Einfluss eben bei den Zulieferern entstehen. Und hier kommt nun der Informationsaustausch ins Spiel, denn wenn der Informationsaustausch besser gelingt, dann können wir eben die Lieferqualität deutlich verbessern. Es gibt aber natürlich auch Risiken der Transparenz bzw. des Informationsaustauschs, und zwar haben natürlich alle Angst, ihre Daten irgendwie zu teilen, weil da könnten ja versteckte Informationen drin sein. Und im Übrigen könnte es ja auch ein ungünstiges Nutzen-zu-Aufwand-Verhältnis geben. Mit diesem Spannungsfeld haben wir uns in einem AIF-geförderten Forschungsprojekt am WWK, Institut für Produktionstechnik, beschäftigt. Und was wir da gemacht haben, ist ein vierstufiges Projekt durchzuführen. Als erstes haben wir uns da mit beschäftigt, wie man die Ist-Situation in einem Wertschöpfungsnetzwerk analysieren kann mit Hilfe eines Greifegradmodells. Im zweiten Schritt haben wir ein Simulationsmodell gebaut, um die Auswirkungen von Informationsaustausch auf die Lieferqualität zu bestimmen. Und im dritten Schritt haben wir uns damit beschäftigt, wie man eben so ein Zielbild erarbeiten kann. Zum Schluss haben wir das dann auch mit Anwendungspartnern erprobt, um so ein bisschen zu schauen, dass das Ganze praktische Relevanz hat. Bevor ich jetzt direkt da rein starte, ich möchte eigentlich möglichst schnell in die Erprobung, um das so einfach verdaulich wie möglich zu gestalten. Ein ganz bisschen Theorie müssen wir aber voraussetzen. Und zwar erstmal haben wir uns damit beschäftigt, wo sind denn solche Störungen überhaupt, in welchen Aufgabenbereichen im Wertschöpfungsnetzwerk sind die überhaupt relevant. Und wir sind dazu im Schluss gekommen aus der Literaturrecherche und industriellen Praxis, dass das Auftragsmanagement, die Qualitätsproblembehebung und das technische Änderungsmanagement eigentlich die zentralen Aufgabenbereiche sind, wo Störungen problematisch sind. Des Weiteren haben wir bei der Modellierung des Ganzen uns an der VDMA 66412 orientiert, um das Ganze ein bisschen zu strukturieren in Wertschöpfungsnetzwerk, Standort und Linie. Und zum Schluss haben wir auch noch geguckt, wie können sich denn Störungen so ein bisschen strukturieren lassen. Kann man einmal sagen, okay, es gibt verschiedene Quellen, globales Umfeld, Kriege und Pandemien, Wertschöpfungsnetzwerk an sich, also beim Zulieferer, oder eben direkt in einem Standort zugeordnet, zum Beispiel an einer Maschine. Die Auswirkungen können wiederum eingeteilt werden nach der Intensität, der Auftretenswahrscheinlichkeit und der Auftrittsdauer. So, genug der blassen Theorie. Jetzt starten wir direkt mal rein, wie wir das dann angewendet haben. Als Beispielprodukt haben wir hier einen Stellmotor verwendet. Den finden Sie in jedem Ihrer Fahrzeuge, wenn Sie Ihren Spiegel automatisch einstellen, wenn Sie Ihren Sitz verstellen, wenn die Heckklappe automatisch hoch und runter geht, dann finden Sie meist so einen Motor. Und dort gibt es ein spezielles Bauteil, ein Kunststoff-Metallbauteil, da in grün hervorgehoben, das eben an verschiedenen Standorten gebaut wird. Da gibt es einmal den Standort S1, wo es eben gestanzt und gebogen wird, gibt es den Standort S2, Spritzgießen, einen Standort S3 für die Montage dieser beiden Teile und dann eben die Auslieferung zu einem Kunden, der letztendlich dann diesen Elektromotor herstellt. Und um das Ganze jetzt ein bisschen einzuteilen, haben wir einen Werkzeugkasten erarbeitet, mit dem sich erstmal verschiedene Arten von Informationsaustausch bei diesem Partner einteilen lassen. Wir sehen hier auf der linken Seite die Zeilen, das sind verschiedene Aspekte des Informationsaustauschs, und in den Spalten die verschiedenen Digitalisierungsgrade. Relativ klar, denke ich, am Anfang analog, kein Informationsaustausch oder papierbasierter Informationsaustausch. Dann kann man sich vorstellen, digitalisierter Informationsaustausch, klassisch zum Beispiel per E-Mail, bis hin zu digital selbststeuerndem Informationsaustausch, wo eben die Systeme hoch integriert sind, vollautomatisch miteinander interagieren können. Das heißt, wenn eine Störung auftritt, schlägt das System direkt Alarm, informiert die relevanten Partner.
Wenn man sich jetzt die Situation in diesem Beispielprodukt mal anschaut, kann man folgende Matrix aufstellen. Sie sehen hier auf den spaltenden Zeilen jeweils die verschiedenen Standorte aufgetragen und dann ergibt sich so eine schöne Matrix, wo man anhand der drei Aufgabenbereiche Auftragsmanagement, Qualitätsproblembehebung und Änderungsmanagement jeweils den Digitalisierungsgrad charakterisieren kann. Und was wir jetzt hier schon sehen, zwischen dem letzten Standort, also S3, und dem Kunden, der letztendlich diese Elektromotoren fertigt, da gibt es schon relativ viel. Also die sind digitalisiert bis digital integriert. Was die vorherigen Wertschöpfungsstufen angeht, eher weniger. Mit dieser Ist-Situation haben wir unser Simulationsmodell befüttert. Das ist jetzt etwas komplizierter, als es an der Schnelle der Zeit darstellen kann. Aber ich möchte hier direkt einfach kurz ein bisschen einen Ausschnitt der Ergebnisse zeigen. Und zwar, was man jetzt machen kann, ist, man kann verschiedene Szenarien durchspielen. Zum Beispiel jetzt hier oben Studie 1, die Variation der Bestellmengen. Und dann können wir uns anschauen, bei welchem Informationsgrad, in welchem Aufgabenbereich die Performance wie abschneidet. Und was wir jetzt hier sehen können, ist in der Simulation bei der Variation der Bestellmenge, dass in der oberen Pareto-Front eben der Informationsaustausch digitalisiert zu einer relativ hohen Liefertreue führt. Aber wenn wir jetzt zu den blauen Punkten oben rechts kommen, das sind die digital integrierten, der digital integrierte Informationsaustausch, dann kann man die Liefertermintreue nochmal steigern, allerdings auf Kosten der Variation der Liefertreue. Warum? Könnte man sich jetzt fragen, das ist ja irgendwie ein bisschen paradox, warum führt mehr Informationsaustausch nicht einfach nur zu einer höheren Lieferterminentreue? Das liegt einfach daran, dass natürlich die Produktion nur dadurch, dass man schnellere Informationen hat, nicht auf einmal mehr Ressourcen herzaubern kann. Sie kennen das ja wahrscheinlich, nur weil Sie jetzt einen Tag früher eine Information bekommen, sind nicht auf einmal 5 Trucks zusätzlich da, die man halt verwenden kann. Das heißt, dort kann man eben nur mit dem spielen, was man hat und insofern kann unter Umständen die Liefertermintreue steigen, aber das führt eben auch zu einer höheren Variation, weshalb wir eben sagen, man muss das Ganze eigentlich unterscheiden, wie risikoavers ein Entscheider ist. Also wenn ich auf Nummer sicher gehen will, das bedeutet, wenn ich ein Datum bekomme, dann möchte ich, dass das 100% eingehalten wird, dann sollte man in diesem Beispiel jetzt eher einfach nur digitalisiert agieren, wohingegen, wenn man da einfach die höchste Performance haben möchte und die Schwankungen nicht das Problem sind, also risikofreudiger, dann sollte man eher auf digital integriert gehen. Genau, in Anbetracht der Zeit, ich möchte jetzt nicht auf alle Details der Studie eingehen, ich bin da gerne für Fragen bereit. Wie wir dann halt weitergemacht haben, ist die Ergebnisse dieser Simulationsstudie eben in unser Zielbild zu übertragen. Da kann man sehr schön in Gelb hervorgehoben sehen, einige Bereiche, da sollte man auf jeden Fall einen deutlich besseren Informationsaustausch aufsetzen, um die zentralen Kennzahlen zu erhöhen. Aber andere Bereiche, jetzt zum Beispiel von Standort 1 und 2 zueinander, die bringen gar nichts. Ja? Dementsprechend kann man als Fazit eigentlich sagen, Informationsaustausch um jeden Preis ist überhaupt nicht sinnvoll. Sie müssen schon wissen, welche Informationen Sie in welchen Bereichen gezielt austauschen. Und was wir eben dafür anbieten, sind die Ergebnisse dieses Projektes, mit dem man eben mit diesen ganzen Werkzeugen, die ich eben vorgestellt habe, nun in der Lage ist, dieses Modell eben zu konfigurieren auf Ihren Anwendungsfall, das Ganze durchzusimulieren und ein Zielbild zu bestimmen. Und was wir nun im nächsten Schritt tun wollen, ist eben auch verschiedene Implementierungsstrategien für dieses Zielbild umzusetzen. Außerdem wird es in den nächsten Monaten noch einen Leitfaden geben, den Sie bei uns im Institut bekommen können. Und da ist auch nochmal detailliert beschrieben, wie eben diese ganzen Schritte durchgeführt werden können. Genau, damit bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich über Fragen freuen. Vielen Dank. Gibt es Fragen aus dem Auditorium?
Zunächst mal fällt mir auf, dass Sie sich vielleicht mit Herrn Hellingrath nochmal zusammensetzen sollen. Das ist eine ähnliche Thematik, die können aufeinander aufbauen an der Stelle. Aber für mich auch hier die Frage, die ich an Bernd Hellingrath gestellt habe, ist, jetzt sind wir in Krisensituationen, jetzt wird ganz viel über Resilienz und alles nachgedacht. Wie ist Ihre Einschätzung, wenn diese Krisen wieder ein bisschen abflauen, wenn es wieder ein bisschen normaler wird? Also immer wieder gesehen, dass all diese Ansätze dann dazu wieder eingestellt worden sind, dass die Zusammenarbeit, Informationsaustausch in Teilen zumindest wieder zurückgegangen ist, die Transparenz über mehrere Stufen dann doch nicht mehr so wichtig war. Wie ist da Ihre Einschätzung dazu? Also das ist auch ein Thema, was wir ziemlich heiß diskutiert haben am Institut. Das allerdings schon vor zwei, drei Jahren. Aber was wir jetzt ja beobachten, ganz aktuell ist, dass die Anzahl der Schock-Events, sage ich mal, diese Lieferketten disruptiv beeinflussen, die nimmt ja zu. Ja, und die Vermutung ist, dass diese Krisen in der Frequenz und Heftigkeit auch in Zukunft vielleicht zunehmen oder zumindest auf gleichbleibendem Niveau bleiben. Und dass dementsprechend dieses Problem, dass wir jetzt dann wieder in eine Zeit kommen, wo man 10 Jahre sich keine Gedanken machen muss, vielleicht gar nicht kommt. Ja, und dann wäre dementsprechend die Fragestellung nicht gegeben. Ja. Vielen Dank, Herr Stamer. Schock-Events sind gut für die Forschung. Genau. Dankeschön. Wir meandern hin und her zwischen Nachhaltigkeit und Informationsaustausch und Kollaboration. Wir kommen zu Herrn Herzig. Es geht wieder um Nachhaltigkeit. Herzig scheint mir auch ein bisschen rumgekommen zu sein, wenn ich das richtig recherchiert habe. Kiel, Berlin, USA, Niederlande, jetzt wieder Berlin. Ist angekommen bei HEAR, Director Product Management, Head of Supply Chain Solutions bei HEAR Technology. Nachhaltigkeit in der Logistik, Flotten und alternative Antriebstechnologien. Bitte schön. Wunderbar. Ja, ganz vielen Dank für die nette Einführung und toll, dass ich heute hier sein darf, um über Nachhaltigkeit im Landverkehr zu sprechen. Das passt ja wunderbar zum Innovationspreis dieses Jahr. Wir hätten das fast natürlich hintereinander machen können. Das Ganze basiert auf einem Kooperationsprojekt zwischen BVL Digital, der HEAR Technologies und DHL, in diesem Fall DHL Freight. Und ich stehe hier stellvertretend für das gesamte Projektteam natürlich und klicke hier einmal weiter, jetzt haben wir es richtig gemacht. Und die sind auch zum Glück alle hier anwesend, das heißt, wenn diese 8 Minuten Impulsvortrag Ihr Interesse wecken, dann haben wir die Möglichkeit, sofort in den Dialog zu gehen. Das Projekt selber hatte mehrere Elemente. Das erste war tatsächlich eine Studie, zu der alle BVL-Mitglieder eingeladen wurden. Wir haben 117 Rückmeldungen bekommen. Das Thema war halt der aktuelle Stand, die aktuelle Awareness über Sustainability Efforts in Road Freight Transport mit einem Fokus auf diesen alternativen Antrieben. Also wir haben uns diesen speziellen Part herausgenommen. Elektrifizierung, dann natürlich Wasserstoff und auch Bio-CNG. Und die Studienergebnisse wurden dann ausgewertet und in einem Expertenworkshop hier in Berlin weiter validiert. Wir hatten Professoren und Mitglieder der Industrie, die am Workshop teilgenommen haben. Und parallel dazu haben wir tatsächlich eine Datenanalyse gemacht mit Hilfe von DHL Freight. Und das ist eigentlich auch der Punkt, den ich heute noch mal etwas genauer darstellen möchte. Interessant war es, was auch noch wichtig ist, dass die Studienergebnisse werden heute live geschaltet auf einer Website und können heruntergeladen werden. Und ich hoffe, wir haben vielfältige Rückmeldungen dazu. Gehen wir mal in die Datenanalyse und dazu nutze ich als Einstieg einen ganz kleinen Auszug aus der Studie und zwar den Bereich, wer berechnet denn heute schon CO2-Emissionen im Logistikumfeld? Und da sieht man, dass quasi nur 1/4 es tatsächlich regelmäßig macht. Ja, und der Großteil entweder keine Antwort hat, was natürlich interessant ist, beziehungsweise sich noch an die rechtlichen Rahmenbedingungen halten möchte und es nicht tut, wenn er das nicht muss. Und was dann aber tatsächlich interessanter ist, die was tun, die machen es hauptsächlich auf Basis von für die gesamte Operation, was natürlich interessant ist. Aber es gibt auch interessante Ansätze Richtung einzelne Pakete oder einzelne Fahrzeuge.
Aber es gibt in dem Sinne keinen Standard dafür. Und deshalb haben wir uns schon vor einer Weile eine wichtige Frage gestellt: Wenn Flottenmanager heute in die Zukunft gucken müssen und ihre Euro 5 Diesel ersetzen müssen, was ist denn jetzt die Technologie, die heute verfügbar ist, die aber auch auf mein Streckennetz passt? Und die große Frage ist dann ja immer natürlich die Verfügbarkeit der Ladeinfrastruktur. Das bezieht sich aber natürlich nicht nur auf Elektro, sondern auch auf Wasserstoff und Bio-CNG. Und es gibt aber immer wieder natürlich die Möglichkeit, mit etwas zu starten und zu verstehen, welche Transporte jetzt wirklich schon mit alternativen Antrieben gefahren werden können, ohne meine Prozesse über den Haufen zu werfen. Das war die Frage, die wir uns gestellt haben. Und das kam tatsächlich auch aus dem Expertenworkshop nochmal raus, dass es oftmals der erste Schritt der schwerste ist. Das große Ziel ist da, wir wollen CO2-Emissionen reduzieren, aber wie fange ich eigentlich an? Und dazu haben wir tatsächlich ein Tool entwickelt, zusammen mit unserem Partner Migros aus der Schweiz, die große Supermarktkette, die das Tool selber im Einsatz hat und wirklich Entscheidungshilfen liefert für ihre Flottenmanager, um ihre Flotte zu modernisieren. Wie funktioniert das Ganze? Die Erkenntnis, die dahinter liegt, ist, dass die heutigen Modelle, um CO2-Emissionen aus Lkw-Transporten abzuschätzen, berücksichtigen oft nicht die Topologie. Und tatsächlich, wenn Sie einen schweren Lkw, eine Steigung hinauffahren müssen, dann ist der Energieaufwand gigantisch größer. Ja, und das sehen Sie natürlich bei batterieelektrischen Fahrzeugen heute schon. Wenn Sie eine anspruchsvolle Topografie haben, dann geht die Reichweite locker von 300 auf 200 oder 150 Kilometer runter. Das heißt, der Energiebedarf ist das Entscheidende. Und da kommt die Migros ins Spiel, die schon vor 5 Jahren angefangen hat, Elektrofahrzeuge, Wasserstofffahrzeuge und Bio-CNG-Fahrzeuge zu kaufen, dann im Einsatz zu haben, den Energiebedarf zu messen, zusammen mit der EMPA, dem Schweizer Institut für Materialforschung, und das Ganze dann in einen Algorithmus gegossen hat, der heute sehr genau den CO2-Ausstoß berechnen kann auf Basis von Transportmanagement-Daten. Und das fanden wir sehr spannend, denn man braucht im Endeffekt nur einen minimalen Datensatz, Start- und Endpunkt, Fahrzeugkonfiguration und die Antriebsform, ob es gekühlt ist oder nicht. Und dann berechnet der Algorithmus sehr, sehr genau, basierend auf der gefahrenen Strecke oder der geplanten Strecke, mit der Hilfe von den HIR-Daten, Routing basierend auf Track-Attributen und der Topografie der Strecke einen sehr genauen CO2-Ausstoß. Und ermöglicht dann nicht nur den Dieselausstoß sozusagen zu messen, sondern auch eine Potenzialanalyse zu machen, was wäre, wenn ich das mit Wasserstoff gefahren wäre oder mit Bio-CNG oder mit Elektro, und berücksichtigt dann auch die indirekten Emissionen dazu. Und dieses Tool haben wir tatsächlich kommerziell verfügbar, aber wir haben es auch für die Studie dann genutzt. Und ich möchte jetzt gerne den zweiten Christoph aus dem Projektteam auf die Bühne bitten. Christoph Schönwand von DHL Freight. Hallo. Vielen Dank. Ja. Und wir hatten tatsächlich die Möglichkeit, mit Daten von der DHL Freight die Analyse zu fahren. Ich möchte dich bitten, das mal kurz vorzustellen. Ja, vielen Dank. Christoph Schönwand, Head of Go Green bei der DHL Freight. Wie Sie sehen, wir greifen zu einem Kniff, um die Aufmerksamkeitsspanne noch mal ein bisschen zu erhöhen. Wie gerade schon dargestellt wurde, wir haben die Analyse gemacht auf Basis dieser drei Technologien, Bio-CNG, Wasserstoff und batterieelektrisch. Das soll keine Wertung sein für die Technologien, das möchte ich ganz explizit festhalten, und keine Vorauswahl, sondern das war eben das, wo jetzt langjährig Daten aus der Schweiz von Migros zur Verfügung stehen mit den echten Fahrzeugen etc. Man muss auch dazu sagen, es sind ein paar Annahmen getroffen worden, zum Beispiel, dass diese Treibstoffe eben auch in erneuerbarer Qualität ausreichend zur Verfügung stehen, flächendeckend. Das heißt, es ist ein reines Potenzial, wenn die Infrastruktur da wäre. Und das ist natürlich die klare Botschaft auch an die Politik. Wir brauchen die Infrastruktur, wir brauchen die Tankstellen für den Wasserstoff, für die Treibstoffe, sonst funktioniert das nicht. Wir brauchen viel erneuerbaren Strom, der vertankt werden kann. Wenn es da ist, dann könnte man das eben damit machen. Ja, ist jetzt ein Versuch, sozusagen in 30 Sekunden alle Ergebnisse zusammenzufassen. Erste Erkenntnis: die Reichweite, die ich in der Praxis
erreiche, die ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wie ich das Fahrzeug belade, je nachdem, bei welcher Topografie ich unterwegs bin. Also sowas wie ein Elektro-LKW, der fährt 200 Kilometer. Nee, Pustekuchen, wenn ich die Nutzlast auslaste, wenn ich ein Werk hochfahre, dann schafft er vielleicht mal nur 60 oder 70. Das muss ich natürlich berücksichtigen. Das Bio-CNG hat das größte Potenzial kurzfristig, aufgrund der hohen Energiedichte, nicht ganz so gut wie Diesel, aber immerhin so, dass jetzt sich herausgestellt hat, 70% der Lanes, die wir auf Basis dieses Samples unseres Netzwerks analysiert haben, könnte man umstellen auf diesen erneuerbaren Kraftstoff. Für uns definitiv nach wie vor eine wichtige Brückentechnologie, in der aktuellen Krise natürlich schwierig, aber aus unserer Sicht noch nicht völlig vom Tisch. Das zweite ist dann der grüne Wasserstoff, wo wir eben ein sehr großes Langfristpotenzial sehen. Da kann man immerhin noch 40-50% der Lanes umstellen, während batterieelektrische Fahrzeuge mit den Modellen, die heute verfügbar sind, sich vorwiegend eben im Nahverkehr eignen. Da hat es nur für 10% theoretisches Potenzial gereicht. Ein letzter interessanter Punkt auch nochmal, das Potenzial variiert eben auch sehr stark je nach Standort, war für mich nochmal eine ganz gute Erkenntnis, weil natürlich die Beladungsprofile und die Höhenprofile sich extrem unterscheiden, je nachdem von wo ich losfahre. Also insbesondere, wenn ich einen Standort habe in der Mitte von Deutschland, wo die Entfernungen dann nicht von den Lanes so groß sein können wie in Flensburg, München, dann habe ich da ein größeres Potenzial, eine größere Möglichkeit, da anzufangen, umzustellen, weil ich eben teilweise bis zu 100% der Lanes dann auch schon auf Bio-CNG umstellen könnte, wenn ich es verfügbar hätte. So viel einfach mal als einen Einblick dazu. Die Diskussion kann sicherlich noch vertieft fortgeführt werden. Wir haben auch einen Stand bei DHL, wissen Sie ja. Genau, wir würden Sie gerne einladen, die Diskussion fortzuführen. Wir sind hier noch verfügbar nach der Vorstellung. In der Hansa Lounge ist die HERE Technologies und der große gelbe Stand ist natürlich nicht zu übersehen. Und es wird jetzt die Announcement geben zu der Studie. Sie können die Ergebnisse runterladen. Dort gibt es auch noch viel mehr Details zum Hintergrund der Technologie, der Methodik und der Ergebnisse. Ganz vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, absolut faszinierend. Ich würde die Fragen dann tatsächlich, also wenn Sie das angeboten haben, außerhalb dieses Gremiums, dieses Raums machen. Ich kann nur empfehlen, lesen Sie auch noch die Dissertation. Ich habe nach dem, was ich da mitbekommen habe, würden sich da Anknüpfungspunkte finden an der Stelle. Also wirklich toll. And now for something completely different. Keine Nachhaltigkeit, keine Kollaboration. Wenn Sie das Buch gelesen haben, können Sie jetzt gehen, würden aber den Vortrag von Herrn Nowroth verpassen. Fachkräftemangel. Herr Nowroth ist Co-Founder und Managing Partner Lebenswerk Consulting Group und wird uns etwas raus aus dem Fachkräftemangel erklären, was echte Logistik-Champions anders machen. Könnte langweilig werden, weil hier nur Logistik-Champions sitzen. Herr Nowroth, bitte. Ja, ganz lieben Dank, Andreas, für das schöne Intro, No Pressure. Vier brillante Vorträge vor mir, das Mittagessen direkt nach mir, dazu nur 8 Minuten, keine leichte Aufgabe. Aber wir wachsen ja bekanntlich an unseren Herausforderungen. Sie haben alle vor sich mal ein neues Buch, Vertriebs- und Geschäftsmodelle in der Logistikbranche. Neben Kernthemen wie Strategie, Execution, Geschäftsmodellinnovation ist ein Herzensthema, das, wofür wir uns eigentlich viel zu wenig Gedanken machen, nämlich Arbeitsumfelder, Orte erschaffen, an denen die talentiertesten Menschen gerne kommen, Außergewöhnliches leisten, bleiben und sich permanent weiterentwickeln. Und deshalb möchte ich Sie zu meinem Vortrag raus aus dem Fachkräftemangel, was echte Logistik-Champions anders machen, einladen und begeistern. Ganz zu Beginn möchte ich mit einem Glaubenssatz mal aufräumen und bewusst diesen auf den Kopf stellen. Nämlich dem, was wir oft hören und auch wahrscheinlich auch nachplappern, Customers first, Customers first, Customers first. Dabei ist es per se nichts Schlechtes, dass wir den Kunden in den Mittelpunkt unseres Schaffens stellen, vor allem auch sogar notwendig, wenn wir Innovationen herdenken und erschaffen wollen. Aber ich denke, dass wir in den letzten Jahren aufgrund von Umsatz- und Profittrieb und auch Zielen
manchmal den Blick so ein bisschen verloren haben, wer eigentlich die größte Wertschöpfungskraft besitzt. Paradoxerweise nicht wir als Executives, als CEOs oder auch als Manager, sondern oft die Personen, die ganz vorne sitzen, jeden Tag die Arbeit eigentlich leisten. Ja? Und deswegen möchte ich die These vertreten, Employees first, Customer second. Ja? Das soll nicht so heißen, dass Sie jetzt sofort Ihrem Kunden erzählen, Sie kommen an zweiter Stelle, aber nach innen mal eine Ernsthaftigkeit, neu zu denken und sich zu überlegen, wer ist eigentlich wirklich die Person und was sind die Personen, die Gruppen, die jeden Tag Außergewöhnliches leisten. Willkommen zu meinem Vortrag nochmals. Ich möchte zu Beginn auch mit ein paar weiteren Glaubenssätzen aufräumen bei dem Thema Fachkräftemangel, weshalb das entsteht und weil wir, dass wir manchmal auch einfach aus Glaubens- oder vor allem auch Erfahrungsgefängnissen ausbrechen müssen und Ihnen dann vier kurze Strategien an die Hand geben möchten. Der erste ist, oder die ersten sind vielleicht folgende, aus Dutzenden Beratungsprojekten habe ich immer mal wieder diese Statements gehört, Sie vielleicht auch, ja. Wir können unsere Leute zum Bleiben bewegen, indem wir sie mehr motivieren. Und der andere hat vielleicht die Idee, ich kann sie zum Bleiben bewegen, indem ich sie höher bezahle, ja. Motivation ist aber zu 99% intrinsisch. Wir sind bereits alle motiviert, alle verschieden in verschiedenen Leveln. Wir können nur ein Umfeld erschaffen, indem sich eine Person entscheidet, Leidenschaft, Kreativität und Eigeninitiative tagtäglich einzubringen. Und wenn ich einen unzufriedenen Mitarbeiter habe und dem das Gehalt erhöhe, habe ich lediglich einen reicheren, unzufriedenen Mitarbeiter produziert. Dritter Punkt, wir brauchen mehr Personal, um zu wachsen. Ja? Oft auch ein Gedankenansatz, ist ungefähr so, ich will das, das Verkehrsproblem von Berlin lösen, indem ich einfach mehr Autospuren baue. Damit löse ich das Problem aber nicht. Ja? Sondern ich muss mir vielleicht überlegen, was sind vielleicht Handgriffe, die ich machen kann. Und ich werde zu ein paar Innovationen kommen, die unter anderem auch DHL sehr erfolgreich vorgestellt hat. Da komme ich nachher noch drauf zu, wie man mit weniger Personal sogar noch weiter wachsen kann. Ja? Und das letzte Thema, wir sind ein toller Arbeitgeber, denn wir haben kaum Fluktuation. Ich weiß, ich bohre richtig drin. Ja? Damit rühmen sich sehr viele. Aber wenn ich eine Mehrzahl an Mitarbeitern habe, die seit 20 Jahren da sind, in der maximalen Komfortzone leben, sich da wohlfühlen, dann werde ich Stück für Stück meine Innovationskraft verlieren. Das ist kein guter Indikator, sondern wir müssen da mehr reingehen und überlegen, was sind vielleicht feinere Key Results, Ergebniskriterien, mit denen wir das wirklich messen können, wie eigentlich healthy, wie gesund die Fluktuation ist. Strategie Nummer 1. Erschaffen Sie einen Ort, an dem Ihre Mitarbeiter gerne Außergewöhnliches leisten. Wer hätte das nicht? Ja. Und Sie alle kennen sicherlich dieses tolle Zitat von Peter Drucker vor Jahrzehnten, Culture eats strategy for breakfast. Wer kennt es nicht? Aber ich möchte einen Schritt davor gehen, weil wir das oft natürlich rezitieren, wir alle daran glauben, aber ich möchte Ihnen sagen, sieht man es nicht ganz so gut, aber bevor die Kultur die Strategie zum Frühstück verspeisen kann, decken Werte erst den Tisch. Ja? Und wir reden viel zu wenig über Werte. We take them for granted. Und ich möchte Ihnen einfach mal ein paar Werte einer Hochleistungskultur zeigen, die Olympiateams, aber auch unglaublich erfolgreiche Unternehmen in ihren Teams kultivieren. Das sind nicht alle vollständigen Werte, sind vielleicht auch nicht alle, mit denen Sie sich zwingend auseinandersetzen, aber glaube ich doch sehr, sehr viele, über die wir einfach reden müssen. Der erste ist Offenheit. Mein Vorredner hat es am Anfang schon so schön erklärt, Kollaboration zu haben, ja? Offenheit zu leben und es wirklich zu wollen. Das zweite ist, Vertrauen zu haben. Weshalb haben wir so viele SOPs, Arbeitsanweisungen und Reminder? Weil das Vertrauen, sich fest auf den anderen verlassen zu können, doch oft den Bach hinuntergeht. Ja, und wir deswegen Bürokratie aufbauen, anstatt vielmehr sich darüber zu unterhalten, was heißt denn das ganz konkret, wenn wir uns vertrauen? Und Vertrauen heißt ganz bewusst im geschäftlichen Sinne, das bewusste Eingehen eines Risikos, enttäuscht zu werden, in privatem Kontext verletzt zu werden. Ich muss es also de facto im Voraus geben, im Vorschuss geben. Und oft kontrollieren wir sehr viel in der Annahme, wir werden ja vielleicht ein Stück weit enttäuscht. Der dritte Punkt ist ganz wichtig, gerade auch in vielleicht verkrusteten Strukturen, den Mut zu haben, Kritik offen ansprechen zu dürfen, ohne dass es Konsequenzen für die eigene Karriere hat, ganz egal, an wen sie sich richtet. Und dass die beste Idee gewinnt, nicht unabhängig oder nicht abhängigerweise von dem Ego, von dem es kommt, und in dem alle anderen überfahren werden. Ja, das hat sehr viel bewusst mit einer Haltung zu tun, mit Demut, ja, im Management natürlich auch von oben gelebt, aber machen Sie nicht den Fehler, auch wenn Sie das oben leben und wollen, dass die zweite und dritte Ebene das zwingend auch so sieht, stelle ich mal eine Frage. Ja. Und dieser alte Spruch, den kennen Sie, Mitarbeiter verlassen Bosse und keine Unternehmen, zu 80-90%. Und ich glaube, dass das sehr, sehr viel
mit den Werten zu tun hat, die ich auch noch etwas detaillierter in dem Buch äußere. Der vierte ist Verlässlichkeit, die zwingende Einhaltung von Vereinbarungen. Ja? Wenn ich mit Ihnen eine Vereinbarung treffe, Sie liefern mir etwas für ein Projekt, dann haben wir beide eine Vereinbarung. Und natürlich kann was dazwischen kommen, nur wenn Sie mich nicht darüber informieren, dann waren Sie unzuverlässig in dem Moment. Und darüber muss man offen reden. Und ich möchte Ihnen zum Abschluss dazu das vorstellen und sich überlegen, mal mehr auf Geschwindigkeit zu kommen. Ich glaube, dass wir in Deutschland Perfektionisten sind, das ist auch kein Problem. Das ist sogar positiv, weil ich einen großen Qualitätsanspruch habe. Aber die dunkle Seite davon ist, dass ich zu langsam werde, an Geschwindigkeit verliere. Deswegen gilt es heute, zwischen Umsichtigkeit und Fahrlässigkeit zu agieren. Und stellen Sie sich mal für eine Sekunde mal vor, schließen Sie mal die Augen, wie es wäre, wenn das Großteil Ihrer Kollegen und Kolleginnen alle diese fünf Werte ab morgen komplett leben würde. Was passieren würde, was sich verändern würde. Zweiter Punkt, reduzieren Sie die unerwünschte Abwanderungsrate gegen Null. Ja, ich habe schon am Anfang ein bisschen über die Abwanderungsrate gesprochen. Und es ist ganz entscheidend, eigentlich einen Punkt zu messen, und der kommt oft zu kurz, nämlich die unerwünschte Abwanderungsrate gegen Null zu reduzieren. Also die Top-Performer und die Top-Potentials, die das 2- bis 3-fache leisten von dem. Wir haben über Pareto gesprochen. Im Vertrieb ist es oft so, dass 20% Ihrer Mitarbeiter für 80% oder mehr des Kundenumsatzes stehen. Ja? Die wirklich zu leisten und es sich zur Top-Aufgabe zu machen, was hätte anders sein müssen, damit Sie nicht gegangen sind. Das kann man nicht immer aufhalten. Und wenn Sie das komplett ausmerzen, dann haben Sie eine Kultur irgendwann etabliert, wo die Besten auch bleiben wollen. Ja? Dann gibt es eine erwünschte Abwanderungsrate. Ja, auch das klingt provozierend, aber machen wir uns nichts vor. Wir können es nicht jedem recht machen und jeder ist bei uns perfekt aufgehoben. Ja, das sind Low-Performer oder jene, die in anderer Funktion keine bessere Leistung zeigen würden oder trotz Maßnahmen sich nicht besser anstellen würden. Ja? Ich habe Ihnen mal dazu eine Matrix aufgebaut. Und zwar zum einen, dass Sie sich vorstellen, Sie messen mal die Geschwindigkeit der Besetzung offener Stellen. Ja? Von langsam und schnell. Und wir koppeln das mal mit der unerwünschten Abwanderungsrate, die ich eben kurz erklärt habe. Gering und hoch. So, und es gibt aus meiner Sicht 4 Kategorien, wo Unternehmen stehen und wo sie hinkommen können. Die erste ist, ich habe eine geringe unerwünschte Abwanderung. Ich habe also schon eine gute Basiskultur, aber ich habe das Problem, Fachkräfte zu finden. Damit habe ich eine Wasted Opportunity und mangelnden Innovationsgrad. Bin vielleicht nicht Employer Branding stark genug, wofür wir gleich noch kurz sprechen werden. Und im allerschlimmsten Fall habe ich eine hohe unerwünschte Abwanderung, also wo mich Top-Talente verlassen, vielleicht aufgrund einer toxischen Kultur, schlechten Werten, Egoismus etc. Und mir fällt es schwer, weil ich langsam meinen Namen im Markt verbrenne, überhaupt Talente anzuziehen. Und damit würde ich irgendwann oder auch sehr schnell Marktanteile und Wettbewerbsfähigkeit einbüßen. Wenn Sie eine hohe Abwanderungsrate haben, aber sehr schnell die Stellen besetzen können, das trifft oft übrigens Consulting-Unternehmen, dann haben Sie hohe Recruiting-Kosten, sind aber kaum nachhaltig. Und idealerweise möchte ich Sie dazu inspirieren, sich vorzustellen, wie es wäre und vor allem, wie dieser Zustand aussieht, wenn Sie in eine Kapsel einsteigen und wieder aussteigen, dass Sie schnelle Stellen nachbesetzen und eine geringe Abwanderungsrate haben, dann haben Sie nämlich einen langfristigen Wettbewerbsvorteil. Um mal bewusst mal diese Journey zu durchdenken, ja, wie sieht dieser Zustand eigentlich aus, wie sieht dieser B-Zustand aus? Vergessen Sie mal, von A nach B zu kommen, sondern von B rückwärts zu denken. Ja? Und viele haben Kennzahlen, haben Ziele, aber emotional sich vorzustellen, wie sieht das überhaupt aus, das ist ganz, ganz erstrebenswert. Der dritte Punkt ist, entschärfen Sie Mitarbeiter- und Kundenfrust durch innovative Produkte. Ja? Und ich möchte hier keine Werbung machen, ganz im Gegenteil, jeder kennt dieses Thema hier. Die DHL-Paketbox. Eine brillante Erfindung, eine Innovation. Ja? Weil, was ist der Horror einer Last-Mile-Delivery? Ich schelle, keiner ist da, ich löse eine Aktivität aus, die mich Geld kostet. Das Paket muss wieder zurückgebracht werden, abgeholt werden. Also habe ich durch diese Paketbox den Vorteil, Sachen oder Pakete zu bekommen, sie zu verschicken. Und auch wenn DHL dadurch nur etwas weniger als 10% der ganzen Pakete in Deutschland abwickelt, hat es signifikant Kosten eingespart und wird auch dazu beitragen, Mitarbeiterfrust abzubauen. Ja, oder auch dieses Problem, Fahrer zu finden, eindämmen. Und folgende Fragen helfen dabei, diese Innovation auch für Ihr Unternehmen zu definieren. Was sind 20% der Aufgaben, die zu 80% Ihre operativen Kapazitäten binden oder andere? Welche Aktivitäten Ihrer Mitarbeiter verursachen welche Kosten? Da sind wir im Activity-Based Costing, da will ich jetzt aber nicht im Detail drauf eingehen. Welche Aktivitäten davon eignen sich zur technischen Automatisierung? Ja?
Und sich damit mal obsessiv zu befassen, ist unglaublich erstrebenswert. Vierter und letzter Punkt. Gehen wir noch mal ein bisschen in Storytelling rein. Employer Branding, but get serious. Ja, vergessen Sie mal Stepstone, was es sonst noch so gibt, sondern versuchen Sie mal in Bildern Ihre Werte zu definieren, Ihre DNA. Die Barbara Frenkel hat das gestern genial mit Porsche gemacht. Ich hatte Gänsehaut. Ja, und wahrscheinlich Sie auch. Die Rheinbahn in meinem Heimatort Düsseldorf hat mal vor 11 Jahren ein Problem gehabt, Bahn- und Busfahrer zu finden. Hat gesagt, Mensch, wir wollen mal eine Story erzählen, was eigentlich hinter Bahn- und Busfahrern steckt. Ja? Das ist ein Busfahrer. Bei meiner Arbeit sind es sogar über 300. Das sind nur 2 von 10. Ja? Ich reise gern mal 2000 Jahre zurück. Morgen bin ich wieder an Ihrer Haltestelle. Das sind Stories, die packen ein, die begeistern. Ja, und das Gleiche können wir ja auch mal für die Logistik denken. Und ein tolles Beispiel ist diese Aktion von Hellmann mit den bunten, grellen Farben auf LinkedIn. Glaube ich, viele gesehen. Ja. We are Supply Chain Lovers. Völlig grelle, bunte, abgefahrene Farben. Der Vorstand hatte sicherlich Schnappatmung, das freizugeben, aber sie haben es sich getraut. Ja, weil das erstmal nichts mit dem eigentlichen Logo zu tun hat. Und dann hat man mehr und mehr auf LinkedIn und auf ganz vielen Kampagnen das genannt. We are Logistics Artists. We are Cargo Kings. We are life enthusiasts. Ja, wir haben alle diese Emotionen. Und ja, das, natürlich polarisiert das, aber es hat eine Hipness, eine Coolness. Und es hat dazu geführt, in wenigen Monaten, dass Hellmann 200.000 neue Follower auf LinkedIn organisch generiert hat mit dieser Kampagne. Ja, natürlich deshalb auch viele für ein eigentlich alteingesessenes Unternehmen, was ja auch innovativ ist, trotzdem begeistert konnte. Also, damit bin ich am Ende meines Vortrags. Und möchte noch mal ganz kurz an der Stelle zusammenfassen, dass wir heute mutige Führungskräfte, mutige Unternehmerinnen und Unternehmer brauchen. Erstens, dass sie wirklich Werte an den Anfang eigentlich einer kulturellen Transformation, auch einer Fachkräfteproblematik stellen. Das Zweite, dass sie die unerwünschte Abwanderungsrate messen und gegen Null reduzieren. Ja. Das Dritte, dass sie sich mit innovativen Produkten beschäftigen, die Mitarbeiter- und Kundenfrust abbauen. Beispiel die DHL-Paketbox. Und das Vierte ist eben, sich was zu trauen im Employer Branding. Ich freue mich wahnsinnig, wenn Ihnen dieser Vortrag gefallen hat, dieser Impuls. Sie können dafür noch sehr, sehr viel mehr in meinem Buch nachlesen. Sprechen Sie mich gerne an. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Wir sind am Ende. Alle brechen auf und wollen zum Essen gehen. Ich möchte nur abrunden, möchte mich den Worten von Herrn Kersten anschließen. Science matters in der Logistik. Seien Sie innovativ. Forschen Sie, es gibt genug Forscher da draußen, arbeiten Sie mit denen zusammen, sodass wir weiterhin so tolle Vorträge hören können, wie wir sie heute hier gehört haben. Guten Appetit. Dankeschön.